Ich bin jemand, der quasi Panik kriegt in der Vorstellung, dass er den Rest seines Lebens immer genau das Gleiche oder fast Ähnliches machen würde. Ich habe mit Jura angefangen, finde ich bis heute gut, habe promoviert mit Summa Cum Laude und habe damit das Ding im wahrsten Sinne des Wortes an die Wand gehängt mit der Urkunde und habe gesagt, das reicht mir. Und bin Banker geworden und war also, ich glaube, mit 31 Bankdirektor mit 14 Monatsgehältern und Sekretären und Dienstwagen. Fand ich aber irgendwann nur mit diesem Geld und nichts machen nicht gut. Dann bin ich also in die Industrie gegangen, war mit 36 Vorstand eines börsennotierten Maschinenbauunternehmens. Okay, und wir haben ja 4 Kinder. 2, die waren zum Schüleraustausch in den USA. Und da sagt der Älteste, ich will auch nach USA. Und der Zweite quakte dann, ich will auch nach USA. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, also wenn, dann gehen wir alle. Innerhalb von 2 Stunden haben wir beschlossen, wir verkaufen das Haus, ich kündige meinen Job. Und wir waren also 6 Monate später in den USA. Das war ein Sabbatical, wo wir uns im Grunde genommen für die ganze Familie ein Jahr Auszeit gegönnt haben. Und da fing ich dann an, sozusagen zu konzipieren, ein Luftfahrtgerät, was eben mehr Fracht mitnehmen kann als ein Flugzeug, ist deutlich langsamer, eigentlich eine Art Schiff in der Luft. Daraus entstand dann der Gedanke des Cargolifters als Luftschiff.